Ja, hallo zu einer neuen Folge Open Source Integration. Diesmal schauen wir uns den Mule an, den Mule ESB. Es läuft ab wie immer. Ich habe hier ein Enterprise Integration Diagramm, ein Szenario und wir schauen uns an, wie dieses vom Mule umgesetzt wird. Bisher mussten sich schon andere Integrationstools wie beispielsweise Camel, Service Mix, JBoss, Fuse, Talent ESB da dran messen. Und ja, diesmal schauen wir einfach mal, wie der Mule sich so schlägt. Das hier, das ist nochmal das Szenario, das es umzusetzen gilt. Und als erstes werfen wir mal einen Blick, wie das im Anypoint Studio aussieht beim Mule. Also der Mule ist auch eine Software aus zwei Komponenten, aus dem Studio, in dem ich meinen Integrationsfluss editieren kann. Bei Mule heißt das Ganze auch Flow. Und eine Runtime. Der Schwerpunkt liegt in dieser Folge ganz klar auf der Entwicklersicht. Also wir interessieren uns mehr, wie sieht es im Studio aus, wie arbeitet der Entwickler und wie kann er jetzt dieses Szenario beispielhaft umsetzen. Auf den ersten Blick sehe ich auch hier bei der Umsetzung, dass wir recht nahe dran sind, von der Abbildung auch im Wesentlichen näher als alle anderen. Wir haben hier einen HTTP-Adapter, es gibt einen Fluss hin und wieder zurück die Response, genau wie wir das auch hier unten haben. Wir erkennen hier auf dem Schaubild die Transformation. Und an der Stelle haben wir die nicht explizit drin, das wäre dann mehr die hier. Da erkennen wir die Transformation, wir erkennen den Router an der Stelle und den Aufruf, das Open Weather Map Service, den haben wir hier. Man kann hier grafisch den Fluss editieren. Man kann aber auch hier wechseln auf eine XML-Ansicht. Ich zeige die mal groß und es passt sogar, ja, man kann sagen, der ganze Integrationsfluss passt auch auf eine XML-Seite. Es ist sogar wesentlich kompakter, wenn ich also hier oben die ganzen Namespaces, die hier gebraucht werden, um die verschiedenen XML-Elemente zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich die Konfiguration hier weglasse, die hier am Anfang ist, wie beispielsweise welchen HTTP-Port wir verwenden und wo ich den Broker, den Message-Broker finde. Wenn ich das separiere und mal nur schaue, wie groß der Flow ist, dann ist das genau die Beschreibung unserer Route. Und das sehe ich dann alles auf einen Blick. Ich sehe sogar hier, da ist ein Kommentar dabei, den ich reingeschrieben habe, um zu dokumentieren, dass wir hier einen Quick-Fix angebracht haben. Ja, ich kann das hier editieren. Ich habe hier die Unterstützung, aber natürlich auch hier in der grafischen Oberfläche. Da gehen wir mal so ein bisschen durch. Ich möchte ein paar Punkte herausnehmen. Zunächst mal vielleicht der Aufruf, das Open Weather Map Service. Kann ich hier unten konfigurieren. Ich kann hier eine HTTP Connector Configuration editieren und kann dann hier den Host eintragen, einen Port, auf dem ich ihn erreichen will und so weiter und nochmal einige Connection-Parameter wie SSL, Proxy und so weiter. Ja, und dann gebe ich hier jetzt beispielsweise den Pfad an, den ich aufrufen möchte und hier unten die Parameter. Beispielsweise hier ein Query-Parameter Q. Und da sieht man jetzt auch schon mal ein Geheimnis vom, oder so ein Geheimnis, das ist typische beim Mule-Entwickeln. Ich nehme so eine Komponente, konfiguriere die und schreibe dann in die Felder hier Ausdrücke rein. Entweder schreibe ich eine Konstante rein, wie hier Metric, das ist einfach ein String, oder ich schreibe hier ein Hash-Zeichen und die eckige Klammern. Das ist ein Zeichen, das jetzt ein Ausdruck von einer Expression Language kommt. Und beim Mule wird hier hauptsächlich die MVEL eingesetzt. Und dann kann ich hier einen MVEL-Ausdruck angeben. Und in diesem Fall ist der MVEL-Ausdruck ein XPath-Ausdruck. Und der schaut jetzt hier, dass er sich aus dem ursprünglichen Request die Stadt rausliest. Ja, recht einfacher Zugriff dann darauf und dann kriegen wir hier vom Request, der erstmal von JSON nach XML gewandelt wurde, Zugriff auf die City und können das übertragen. Eine weitere Komponente, die ich zeigen möchte, ist XML to XML, der Mapper. Ich mache den mal ein bisschen größer. Also der Mapper gefällt mir beim Mule absolut am besten.
Ich kann bei Mule aus einer XML-Vorlage ein Schema erzeugen und aus diesem Schema einfach per Knopfdruck, und dieses Schema wird mir dann hier dargestellt und kann dann entsprechend die Elemente mappen und hier drüben zuordnen, einfach Verbindungen ziehen. Das geht ganz gut und ich kann das Mapping auch nochmal als Skript anschauen. Allerdings sehen wir hier, dass wir verschachtelte Werte eigentlich haben und er nimmt das hier als zweidimensionale Struktur. Also hat natürlich auch seine Grenzen, aber das ist Geschmackssache. Ich persönlich mag es ja am liebsten ohne Editor, da denke ich, da komme ich am weitesten. Aber der Editor ist sicher für einen Einstieg ganz gut, um schnell vorwärts zu kommen und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man eine Transformation von Hand, was ist von Hand mit entsprechenden Tools schreibt, aber ohne Editor. Ja, dann haben wir hier eine Auswahl, einen Router, eine Choice und der funktioniert hier auch wieder mit MVEL-Ausdrücken. Also wenn jetzt der Count, dass die Menge an Ergebnisse ungleich 1 ist, dann haben wir hier eine Fehlermeldung. Und wenn die Temperatur größer ist als 20 Grad, geht es in die Sonne. Ansonsten geht es zum Skifahren. Und das kommt auch sehr gut hier oben drauf raus. Und ja, da geht die Antwort zurück. Einen Blick möchte ich hier noch auf die JMS-Komponente werfen. Hier, da habe ich einen Display-Name, Beach. Ich möchte eine QBeach etwas schicken und ich kann mir hier einen Connector konfigurieren. Und das ist super komfortabel. Ihr klickt hier einfach auf Plus, habt hier eine Anzahl von Konnektoren zur Verfügung, wählt es aus, wie beispielsweise ein JMS-Konnektor oder wie ich es gemacht habe, ein ActiveMQ-Konnektor, ein spezialisierter. Und dann habt ihr den konfiguriert. Was ich dazu sagen muss, auch hier, Mule ist auch kein Projekt für Nicht-Java-Entwickler. Also da muss ich leider enttäuschen. Meiner Meinung nach, wer nicht Java entwickeln kann, sollte vom Mule auch die Finger lassen. Denn beispielsweise nur um die ActiveMQ-Komponente einzubinden, um hier was in den Message-Queue-Server zu schicken, muss ich dann die Bibliothek zur Verfügung stellen. Hier habe ich mich jetzt entschieden, ein Maven-Projekt zu nehmen als Mule-Projekt. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Also wir können hier ein richtiges Maven-Projekt haben, das wir bauen können, ohne das Anypoint Studio, einfach von Kommandozeile. Hier gibt es eine POM und in der POM wird das Projekt beschrieben. Wir haben die Abhängigkeiten und für ein ActiveMQ müssen wir dann noch hier eine Abhängigkeit dazusetzen. Wie gesagt, für einen Entwickler ist das ein Klacks. Wer nicht Entwickler ist, kann da schon mal ganz gut dran scheitern. Eine weitere Sache, die für ja, Nicht-Entwickler ein Stolperstein ist, wir haben hier zwei Workarounds machen müssen, um das Ganze überhaupt ans Laufen zu bringen. Und zwar an dieser Stelle. Ich möchte jetzt hier eine Variable setzen aus dem Inhalt, aus dem Request möchte ich den Namen entnehmen desjenigen, der verreist und möchte das in der Variable Name abspeichern über ein XPath. Und da gibt er jedes Mal eine Fehlermeldung aus, wenn ich das einfach so probiere und darauf zugreifen möchte, dass der Body der Nachricht, die Payload nicht im richtigen Format vorliegt. Und der Workaround ist es hier einfach, einen Logger vorzuschalten und die Nachricht hier auch im Log-Statement über die MVEL mal auf die Message Payload zuzugreifen und in den String umzuwandeln. Und auch hier seht ihr MVEL, diese Expression, und da müsst ihr halt wirklich programmieren. Ihr macht das nicht hier oben. Also hier oben meint vielleicht euer Abteilungsleiter, ihr müsst gar nicht programmieren, aber hier unten seht ihr, man muss sehr wohl programmieren. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel auch sage Message Payload S, dann gebe ich hier für das umwandelnden Java-Typ ein in Form von Klassenname und hier ist es der Klassenname von der Zeichenkette und damit macht er meine Umwandlung in die Zeichenkette. Vorher kommt ein Byte-Array, da kann er nicht per XPath drauf zugreifen. Also er wandelt nicht den Inhalt mir automatisch um, wie ich ihn brauche. Ich muss das irgendwie machen. Und in dem Fall hier gehe ich da über einen Umweg, über den Logger, über die Ausgabe und umso bald, das macht Leder die irgendwie rein und dann funktioniert es. Also ich bin da ziemlich lang gesessen, um das auszutüfteln. Ein weiterer Quickfix oder Fix, den ich vornehmen musste, ist an dieser Stelle. Auch hier will ich per XPath drauf zugreifen und damit das geht, habe ich hier als Workaround eine XSLT-Transformation, die in der Struktur nichts ändert, die einfach nur durchkopiert, aber die bewirkt, dass die Payload dann in einem anderen Format vorliegt, also nicht als Byte-Array, sondern ja, XML-Dokument.
Geht vielleicht anders, geht vielleicht schöner. Ich habe es rausgekriegt, ich habe es probiert, auch mit entsprechender Komponente hier mit diesen Transformern, die es hier gibt. Beispielsweise hier Object to String und so weiter oder Message to Object hat nicht hingehauen. Wer weiß, wie es geht, der kann das vielleicht nochmal in Kommentare schreiben oder auch in dem GitHub-Repository, das ich noch zeigen werde, dort verändern und einchecken, sodass das Beispiel da vielleicht ein bisschen ausgefeilter wird. Aber okay, wenn man das weiß, kommt man auch darüber hinweg und kann das zukünftig da halt einfach reinsetzen und irgendwann vielleicht, wenn der Quickfix oder der Fix nicht mehr notwendig ist, herausnehmen. Ja, insgesamt aber so gefällt mir die Arbeit hier im Studio ganz gut. Hier rechts haben wir auch wieder eine Palette mit Komponenten, mit Konnektoren hier. Da gibt es eine ganze Latte von Konnektoren für die unterschiedlichsten Protokolle. Wir haben hier auch die unterschiedlichsten Konstrukte. Wir können hier eine For-Each-Schleife machen. Wir haben Enterprise Integration Patterns, wie zum Beispiel der Enricher, ein Polling und so weiter. Also man findet eigentlich so gut wie alles, was man braucht. Hier drin, ich kann Java-Aufrufe, JavaScript, Python, Ruby und, und. Ich habe eine ganze Reihe von Transformer, angefangen bei dem sehr guten Data Mapper. Ich habe JSON-Unterstützung, ich habe Unterstützung für Binärformate, für Objekte. Ja. Ich habe hier auch einige Komponenten, um den Fluss zu steuern. Den Router haben wir hier gesehen, aber es sind auch noch ganz andere Pattern dabei, recht komplexe Pattern wie Scatter-Gather beispielsweise. Ja. Und wenn ich da irgendwo was einbauen möchte, zum Beispiel hier einen Transformer, dann nehme ich mir hier einfach einer und ziehe den in den Fluss rein, klick auf Properties und konfiguriere den entsprechend. Ja. Was auch gut geht, ist ein Roundtrip. Ich mache das mal am anderen Beispiel. Hier oben, wenn ich hier was verändere und statt Set City irgendwas anderes reinschreibe, Set Stadt beispielsweise. So, dann hat sich das natürlich auch hier geändert. Ich kann mal schauen, wo ich es habe hier oben. Set Stadt. Genauso, wenn ich jetzt das einfach dupliziere und sage, das ist nicht mehr City, das ist Land. So. Und wechsle hier rein, dann hat er das auch da eingebaut. Also der Roundtrip zwischen XML und der grafischen Ansicht funktioniert von denen, die ich mal angeschaut habe, auch hier am besten beim Mule. Also insgesamt vom Designer her, vom GUI-Designer, macht für mich persönlich der Mule hier der beste Eindruck. Ja, ich nehme das nochmal raus und starte mal die Integrationslösung und dann werden wir mal versuchen, ja, das Ganze auch aufzurufen. Also, ich klicke hier einfach drauf. Ich führe es jetzt nicht auf der normale Runtime aus. Ich führe jetzt den Flow im Designer aus. Habe hier unten eine Konsole, kann dann Debugger verwenden und das ist ganz nützlich bei der Entwicklung. Auch hier der Mule ist oder dieser Flow ist ziemlich schnell hochgefahren. Im Hintergrund läuft jetzt wieder ein ActiveMQ als Messaging-Lösung und da möchte ich jetzt mal wieder meine Nachricht reinbekommen über einen Aufruf im Postman. Hier habe ich auch schon wieder meinen Beispielaufruf, eine einfache JSON-Nachricht an unsere Route. Ich klicke auf Send. Und das erste Mal dauert es ein bisschen länger, das nächste Mal ist es umso flotter. Da sagt er auch schon, ja, in Bonn ist noch kalt, ja, du gehst Skifahren. Und wenn ich Singapur eingib, dann Enjoy the Sun. Und das sollte man auch hier wieder in den Queues sehen. Ich mache einen Reload und die Nachrichten sind entsprechend angekommen. Ja. Bleibt mir nur noch eigentlich hier einen Verweis zu machen auf das GitHub-Repository mit diesem Beispiel.
wie ich es hier entwickelt habe. Also wer das selber ausprobieren möchte mit der Route, kann sich dieses Projekt einfach herunterladen, kann es importieren ins Anypoint Studio, kann es per Maven bauen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn hier einer mir die Quick Fixes rausmacht zur Payload-Umwandlung. Vielleicht gibt es da was anderes oder eine zukünftige Version. Dann können wir das hier drin auch berichtigen. Ja, so viel zum Mule ESB. Bleibt dran, es werden noch einige Themen zu dieser Serie kommen. Ich denke, dass ich auch den WSO2 ESB mal nochmal anschaue und nochmal das eine oder andere Thema wie Transformation aufgreife. Aber für heute war es das. Bis dann. Tschüss.